Oha. Wir sind das Volk! Wir sind ein Wait. Das Volk! Wir sind das Volk! Oha, danke Morgan. Morgan ist cool für deinen Wait. Mit vier Leuten. Schließt sich der Schlacht an, der Morgan. Mit seinen vier Leuten. Ja, willkommen in meinem bescheidenen Stream. Ich laufe hier gerade eine Rüstung runter in Portal 2. Was lief bei dir? Ja, Morgan ist cool. Willkommen im Stream. Der klingt Englisch. Welcome to the stream. It's a German stream. Sorry for that. My English is not the best. I'm playing Portal 2. I can try to speak a little bit English. But yeah. Okay, da sind wir wieder oben. Normally I speak German in stream. My moderation is in German. Thanks for the wait. Ich werde jetzt auf Deutsch weiter moderieren. Weiter kommentieren. Wenn ihr mich nicht versteht, dann genießt einfach das Gameplay. If you don't understand me, please enjoy my gameplay. Oh oh. Welcome to my channel. So. Ich hab keinen Plan, wo es weitergeht. Nächsten Test zur Toilette muss, sag ein Mitarbeiter Bescheid. Denn höchstwahrscheinlich wirst du in irgendeiner Form Cola ausscheiden. Das ist nur ein vorübergehender Effekt. Wenn er aber länger als eine Woche anhält, besteht Grund zur Sorge. In dem Fall benachrichtige uns bitte umgehend. Für die Dauer des nächsten Tests richten wir einen Supraleiter mit voller Kraft auf dich. Das ist pure Grundlagenforschung. Wozu es gut ist, wissen wir nicht. Vielleicht passiert gar nichts. Im besten Fall verfügst du hinterher über Superkräfte. Im schlimmsten Fall über Tumore, aber die schneiden wir wieder raus. Wo geht's weiter? Für die Dauer des nächsten Tests richten wir einen Supraleiter mit voller Kraft auf dich. Wenn du dich schneidest und dir auffällt, dass jetzt Benzin in deinen Adern fließt, ist das völlig normal. Wir haben dich einem unsichtbaren Laser ausgesetzt, der Blut in Benzin umwandelt. Es bedeutet also nur, dass der Laser funktioniert. Das Blut in Benzin, das wäre wirklich, das wäre hilfreich. So momentan, das wäre auch schlecht, das damit man. Da würden Großkonzerne jetzt Leute töten, um mehr Benzin zu kriegen. Da würden Massenmorde passieren. Namen von Ölkonzernen. Nee, das will ich mir nicht vorstellen. Aber man könnte Leichen, die sich der, also Personen, die sich der, für die,
Ich würde sagen, Leute, also wenn das gehen würde, könnte man sagen, Leute, die ja, die sich für die Ölgewinnung zur Verfügung stellen, die da darf man die Leichen halt aussaugen. Keine Ahnung. Tja, kommen wir jetzt weiter. Getan haben. Auf dem Gelände gelandet. Ich lass mal einen Star. Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so weit. Nichts gegen Zwerge. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Ich sag nichts gegen Zwerge. Okay. Das war wieder so Kraftfett von Kleros. Fangen wir an.
Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagt die im Labor. Okay, wir kommen mal jetzt hier rüber. Oha. Und nun. Ach da, also, oh, okay. Wir sind hier in einer ersten Probekammer. Helferprobekammer. Wir spielen die Beta-Version, die Alpha-Version von Portal. Zu dem Schalter kommen. Den Kubus müssen wir dann da drauf stellen. Das hatten wir doch alles schon. Sieht anders aus. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Ja. Nächste Kamera da lang. Ja. Okay, dann müssen wir nur lang. Planus. Ah, da oben. Ja, im Büro. Vielleicht hier lang. Nee, bestimmt nicht. Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleiunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Na toll. Nein.
Sorry. Okay, lang. Kammer 2. Falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Ich bin aber rasch. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Okay. Dann geht's runter. Okay, wie kommen wir rüber? Können. Ich bin hier mal ein bisschen faul.
darauf müssen wir. Das, was wir hinkommen können. Rein. Ha, dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er im Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Ich will wieder zurück. Bin ich schon wieder in der Testkammer. Scheiße. Dass man keinen Schritt zurück ist. Ich will nicht. Das ist der einzige, wo wir weiter rückziehen können. Ja. Wir hier offen. Tja. Damit kommen wir aber nicht sehr weit. Ja. Hilfe, ich muss hier raus. Wieder solche Testkammern. Ich hätte jetzt eigentlich echt wenig Bock drauf. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Thank you.
Können wir halt nix. Geht's tief runter. So irgendwie. Sehr, können wir hier rein. Das Exit-Schild. Das Einzige, was wir hier wirklich treffen können. Bis hier unten. Liegt es gerade nicht. Okay, hier können wir den Ball durchschießen. Aha, vielleicht. Kann man jetzt hüpfen? Aha. Das ist die Lösung. Jetzt machen wir diesen hier. Sehr schön. Und nun. Nein! So nicht. Mal hier rüber. Dann können wir jetzt hier durch. Das ist das Tor. Das bringt nichts. Ja. Was bringt uns das jetzt, dass wir hier sind?